Hi, willkommen zurück zu Portal Knights für die Switch. Wir werden jetzt sofort zum Portal aufbrechen und, ja, in die nächste Welt reisen. Aber davor, so lasst mich erstmal wieder in mein Haus gehen, weil ich nämlich einiges zu machen habe. Ich will mir einen verbesserten Altar bauen, weil ich glaube, mit dem verbesserten Altar kann ich dementsprechend auch, naja, bessere Zauberstäbe produzieren oder vielleicht sogar bessere Kleidung. Das werden wir sehen. In diesem Sinne, lass uns anfangen. War das mein Haus? Ich hoffe mal. Richtig, alles klar. Ich glaube, wir müssen dafür zum Crafting Table und dazu irgendwie nach ganz rechts gehen. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das ist jetzt ein paar Tage her, dass ich geschaut habe, aber... Altar 2, da haben wir es. Und dafür brauchen wir nichts anderes als einen Eisenbarren, eine Holzscheite und einen hohen grünen Smaragd. Die Frage ist, wo ist mein Ofen? Da ist er. So, und den Ofen werden wir benutzen, um uns Silber herzustellen. Wenn das überhaupt klappt, das werden wir natürlich sehen. Ja, let's go. Kupferbarren. Okay. Okay. Brauche ich einen Schmelzofen 2 vielleicht? Weil... Weiß nicht. Brauche ich eventuell wirklich einen Schmelzofen 2, wenn es überhaupt einen... Es gibt einen. Okay, alles klar. Und dafür brauchen wir 20 Basaltsteinblöcke. Wie komme ich denn an die ran? Wie kam ich an die dran? Ich habe keine Ahnung, aber wow. Das ist leider nur Kohle. Scheiße. Ja, geil. Lass uns erstmal wieder ein paar Sachen weglegen. Ich habe übrigens, ein paar Level-Ups am Start, Brudingos. Die nutzen wir auch. Zwei hierfür und zwei für die Intelligenz. Ja, ich habe ein bisschen offscreen gefarmt, weil ich es mir gegönnt habe. Der Eilzauber verringert Updatezeiten von Zaubern um 25%. Ja, ich habe noch keine Zauber, ist das Problem. Wenn du einen Magiezauber wirkst, ist deine nächste Attacke ein garantierter kritischer Treffer. Ich gehe mal da drauf. Ich meine, das können wir sowieso switchen, wie wir wollen. Aber jetzt packen wir erstmal so ein paar... Warte mal kurz, habe ich die Kiste schon? Ah, okay. Dann packen wir da auch mal Sachen rein, die wir nicht brauchen fürs Erste. Ein roher Seesaphir, schön, schön. Ja, wir wollen natürlich sofort gucken, dass wir in die nächste Welt aufbrechen. Es tut mir leid, das will sich ja keiner angucken, das ist mir klar. Aber ich will trotzdem nicht so in dieser Form in die nächste Welt gehen, sondern ich will stärker werden. Und deswegen, joa. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und zwar nach Basaltsteinblöcken, weil... weiß ich nicht. Müssen wir irgendwo herkriegen. Nur weiß ich gerade echt nicht, wo wir diese überhaupt herkriegen. Ist das ein Basaltstein? Das ist nur Erde, oder? Ja, es ist ein Erdblock. Wie komme ich an Basaltsteinblöcke dran? Sind die irgendwie in diesen Kerkern oder Verliesen? Wir schauen mal. Ja, ich habe ein bisschen offscreen gefarmt, wie ihr sehen könnt. Weil ich mir das gönne. Ich war quasi auf dem Weg zu meinen Eltern und habe mir die Switch in die Hand genommen und habe gefarmt. Ich war quasi in dieser, in der letzten Welt, im letzten Level und dachte mir da, komm, mach's du mal. Nice. Ist das ein Basaltstein? Ein Ruinensteinblock. Aber wie komme ich denn an Basaltsteine dran? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock zu suchen. Scheiß drauf. Ich mache mal keinen neuen Altar. Wir gehen in die nächste Welt. Juckt doch keiner, ob ich jetzt noch Basaltsteinblöcke finde. Lol.
Wir werden das Let's Play so schnell wie möglich abschließen, deswegen lasst uns hier nicht so palabern, sondern direkt mal in die nächste Welt gehen. Und dafür gucken wir natürlich, dass wir uns hier vielleicht noch... Ja, keine Ahnung, also... Ich würde ja ganz gern... Eisenbarren halt, ne? Die fehlen mir. Oder habe ich noch irgendwo welche? Ja, ganz viele Kupferbarren, sehr schön. Habe ich echt keine Silberbarren mehr? Eisenbarren, Entschuldigung. Aber gut, dass hier auch steht, wo man die überhaupt herbekommt. Bestimmt von dieser Kack-Strandwelt, kann das sein? Oh, das nervt mich gerade so, ne? Ernsthaft. Oh, diese mülligen Gitter, ey, weg damit. War ich irgendwo eine Kiste mit Baumwolle oder so? Nein, ich habe da irgendwo hier Baumwolle platziert. Platziere es halt hier rein. Ich meine, ich würde auch ganz gerne gucken, wie ich mir Zauber herstellen kann, ne? Gibt es da auch hier irgendwo? Genau, Feuerball. Dafür brauche ich flammenden Rubinstaub. Aber von dem habe ich auch keinen. Oder kann ich vielleicht... Warte mal, was ist denn da? Ein Flammenrubin. Kann ich aus einem Flammenrubin so einen Rubinstaub machen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Das ist halt so die Frage. Oh, hier ist übrigens ein königlicher Magierumhang. Nehmen wir uns auch mit. Und legen uns den an. Klar. Jetzt ist die Frage. Ah, hier wird er angelegt. Alles klar. Gibt es da vielleicht noch mehr, was ich mir machen kann? Nein. Aber ernsthaft, wie komme ich denn an diese Flammen, an diesen Rubinstaub? Dafür brauche ich einen rohen Flammenrubin. Ja gut, dass ich nirgendwo einen habe, ne? Dann ist es mir egal. Wir packen uns Sachen mit ein und verschwinden von hier. Wir waren hier lange genug, es tut mir leid. Ich will jetzt eigentlich... Ja gut, die Kisten können hier bleiben. Ich will eigentlich pro Welt oder pro Level nicht mehr als eins Part investieren. Sondern eher so, ja, also wenn es hochkommt, vielleicht zwei, aber ich will sofort das Portal suchen und direkt abhauen, in die nächste Welt gehen, weil trainieren tue ich offscreen und weiterkommen hier im Part. Na? Ich glaube, wir müssten sogar nicht mal ins Portal gehen. Wir können, glaube ich, sogar gucken und bye. Wir können, glaube ich, sogar gucken, dass wir sofort irgendwie hier ins Menü gehen und dann... Naja, bleibst kurz einmal stehen, kriegst du direkt auf die Fresse. Sehr schön. Ja, aber wir können, glaube ich, sofort ins Menü gehen, weil das Portal haben wir schon aufgedeckt. Deswegen ist es auch eigentlich sofort begehbar. Ha. Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Hallo? Habe ich mich da hochgebaut? Scheinbar. Gut, machen wir. Geht ja nicht anders. So. Wobei. Hä?
Haben wir nicht schon mal irgendwo ein Portal hier fertig gebaut? Wo war denn das? Ist mir scheißegal, ihr wisst, wo es war. Wir gehen hier hin und zwar zum Hexenwasser. Weil das Portal haben wir gebaut. Ich will jetzt nicht länger danach suchen. Das ist mir relativ egal, ne? Direkt zum Hexenwasser, direkt in die nächste Welt gehen und dort das nächste Portal finden. Denn ich habe sehr viele Portalsteine gefunden. Gelbe Portalsteine oder gelbe Portalsteinfragmente, die ich natürlich sofort zu gelben Portalsteinen umwandeln kann, damit wir auch so schnell wie möglich die anderen Portale finden. Das ist ja ganz klar. Ja. Ich meine, wenn ich mir so die letzten Parts angucke, so 15 Daumen hoch, maximal 150 Aufrufe, das juckt keine Sau. Deswegen, ich will dieses Let's Play nicht mehr weiterführen. Ich schäme mich für dieses Let's Play. So, ich will es nicht mehr weiterführen. Es ist mir so egal. Ich habe gerade so eine Demotivation für dieses Spiel. Und dementsprechend weg damit. Ich will es nicht mehr spielen. Ich würde es halt schon noch spielen, aber wenn mir halt Leute zugucken wollen würden. Und jetzt kommen wir direkt mal zu einem Thema, und zwar hat mir jemand was in die Kommentare geschrieben, und zwar zum für mich letzten Portal Knights Part, und zwar Part 17. Da hat nämlich jemand gefragt gehabt, hey Kai. Gut, das war nicht der letzte Part, das war dann wohl Part 16. Und zwar wurde ich da eine bestimmte Sache gefragt. Und zwar vom guten Mark. Er hat mich gefragt, Random Kai, ich habe eine Frage, und zwar, geht es dir um das Geld und um die Klicks oder um den Spaß von dir und denen, die das Let's Play gefallen? Vielleicht kannst du in einem Video darüber sprechen. Ich mag das Let's Play nämlich sehr und es wäre sehr traurig, wenn du jetzt aufhörst, nur wegen denen, die Spaß daran haben, alles zu versauen. So, danke für die Frage, Marc. Ich werde das natürlich direkt beantworten. Mal kurz gucken wir mal. Okay, also ich scheine gleich... Also, wobei, ist der Boss nicht da unten? Komisch. Ja gut, reden wir über das Thema. Also, ihr wisst, ich mache YouTube hauptberuflich. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass man mir zuschaut. Und dass man meine Projekte verfolgt. Und wenn ich sehe, hey, ich investiere jeden Tag eine knappe Stunde in Portal Knights und es rentiert sich nicht. Ich meine, soll ich euch sagen, wie viel Geld ich mit Portal Knights verdiene, mit jedem einzelnen Part? Wenn es hochkommt, vielleicht 20 Cent. Ich darf nicht den genauen Betrag nennen, aber so richtet euch an diesen Betrag von 20 Cent ungefähr. So viel verdiene ich in diesem Let's Play, von Part zu Part. Es gibt aber auch Let's Plays, mit denen ich mehrere Euros verdienen kann. Und wenn ich mir denke, 17 Cent, 20 Cent... im Gegensatz zu 2 Euro oder sowas in der Art. Denkt ihr euch auch, da sollte ich doch vielleicht mal gucken, ob es sich überhaupt noch lohnt. Es gibt auch bestimmt einige von euch, die sich so denken, soll ich für 8 Euro die Stunde arbeiten oder für 10 Euro die Stunde? Und da kann ich auch sagen, wie, es geht dir um das Geld? Du willst fürs Geld mehr, du willst für deine Arbeit mehr Geld haben? Nee, das geht gar nicht. Also 8 Euro die Stunde, so, pff, das macht doch keinen Sinn. So, warum willst du 8 Euro die Stunde verdienen, Kai? Oder generell Kommentarschreiber XY. So. Oder besser gesagt, warum willst du 10 Euro die Stunde verdienen? Das macht doch gar keinen Sinn. Kommentarschreiber XY. 10 Euro die Stunde, du geldgeile Sau. Sag mal, wie kannst du es eigentlich wagen, mit dem, was du Arbeit nennst, Geld zu verdienen und mehr Geld verdienen zu wollen? Das ist doch wohl eine Frechheit. Jetzt gehst du deine scheiß Arbeitsstelle und arbeite weiter für 8 Euro die Stunde. Los! Wisst ihr, Portal Knights macht mir Spaß. Ich finde das Spiel cool, ehrlich gesagt. Ja, es ist ein cooles Spiel, aber ich meine... Wenn ich sehe, hey, so, es gefällt den meisten meiner Abonnenten nicht, dass ich dieses Spiel spiele, muss ich halt gucken, hey, den juckt es nicht, den gefällt es nicht, also muss ich damit abschließen. Es geht mir natürlich ums Geld. Ich mache diesen Beruf hauptberuflich. Oder ich, besser gesagt, ich mache YouTube hauptberuflich. Es ist mein Beruf.
für euch Videos zu produzieren. Und wenn ich merke, hey, das scheint euch nicht zu interessieren, was ich spiele, oder die wenigsten, dann muss ich einfach gucken, hey, so wie kann ich es ändern, dass es euch gefällt. Und da finde ich halt bei Portlandets kein Rezept, weil egal, was ich in einem Part mache, es interessiert keinen. Ich habe ja auch schon mal erzählt, der Boss-Part, den ich gemacht habe, der hat gar keinen gejuckt, Alter. Seht mich ruhig als geldgeil an. Aber ich sage euch, die Leute, die zu euch sagen, sie machen YouTube, weil es ihnen Spaß macht, oder nur wegen dem Spaß, nicht wegen dem Geld, die lügen euch ins Gesicht. Jeder, der YouTube hauptberuflich macht, macht es wegen dem Geld. Es gibt niemanden, oder außer vielleicht die, die damit echt kein Geld verdienen, sondern es echt nur aus Spaß machen. Die, diese Leute, die machen es wegen dem Spaß. Aber die, die das hier zu ihrem Beruf gemacht haben, die müssen gucken, wo sie bleiben. Die müssen schauen, hey, wie kriege ich es hin, die Miete zu bezahlen am Ende des Monats. Man kann es natürlich als geldgeil ansehen, das hier hauptberuflich zu machen. Kann man machen. Nur dann müsst ihr halt bitte die ganzen YouTuber kritisieren. Nicht nur mich, sondern jeden, der das hauptberuflich macht. Ich weiß nicht, wen der guckt. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt bestimmt YouTuber, die ihr verdammt gerne schaut und die das Ganze auch augenscheinlich hauptberuflich machen. Und gerade bei denen bitte auch da Kritik da lassen, von denen, wie sie es wagen können, mit diesem Beruf Geld zu verdienen oder auch für diesen Beruf Geld zu verlangen. So. Weil wenn ihr mir schon diese Keule vorhaltet, dann macht es bitte auch mit jedem anderen, der damit Geld verdient und auch damit augenscheinlich Geld verdient. Wisst ihr, jeder möchte mit diesem Job hier gucken, wie er sich, dass er sich natürlich finanzieren kann. Dass am Ende des Monats ein Plus auf dem Konto steht. Und wenn ich mir halt dieses Projekt hier angucke, und das dümpelt mit seinen 150 Aufrufen vor sich hin und es will einfach niemand schauen, dann denke ich mir, okay, cool, das will keiner sehen, das wollen die wenigsten sehen, es juckt die wenigsten. Deswegen ich halt schauen muss, dass dieses Projekt von dannen geht. Auch wenn es mir leid tut, es tut mir leid. So, es gibt vielleicht einige, die das hier gerne schauen und dieses Spiel auch cool finden. Ich finde das Spiel auch cool, aber es macht aus finanzieller Sicht keinen Sinn, dieses Projekt weiterzuführen. Es ist einfach so. Es tut mir selber in der Seele weh, dieses Projekt sterben zu sehen, aber hey, was soll ich tun? Die wenigsten wollen es, wie gesagt, schauen und deswegen, okay, komischer Soundbug, nice, muss ich da halt einen Schlussstrich ziehen. Also wenn ihr es hören wollt, ja, ich bin geldgeil, ich möchte mit diesem Beruf hier Geld verdienen. Ja, ich mache diesen Beruf hier nicht, damit ich wenige Eurobeträge verdiene. Ich mache diesen Beruf hier nicht, damit ich am Ende des Tages pleite bin. Ich mache diesen Beruf nicht, damit ich am Ende des Tages oder am Ende des Monats ein Minus auf dem Konto habe. So. Dafür mache ich das hier nicht. YouTube macht mir Spaß. Keine Frage. Ich mache diesen Beruf, weil es mir Spaß macht. Sonst würde ich ihn nicht machen. So, ich könnte auch sagen, hey, ich suche mir wieder mal einen Chemielaborantenjob, weil das macht auch Spaß. Nur ich habe mich dagegen entschieden, einen Laborantenjob zu machen, weil ich mir denke, hey, mit diesem Beruf mache ich mich selbstständig. Und dieser Beruf, oder, und auch dieser Berufszweig, Medienproduzent, Webvideoproduzent, der macht mir halt ebenso viel Spaß. Oder wenn nicht sogar noch mehr. Und noch mehr Spaß macht es mir. Wenn ihr dabei auch dabei seid, wie ihr mich verfolgt und wie ihr dieses Projekt schaut, keine Ahnung. Es macht einem YouTuber Spaß, YouTube zu machen. Aber es macht einem YouTuber noch mehr Spaß, wenn ihr mit dabei seid. Wenn ihr diese Person verfolgt. Das ist bei Portlandets nicht der Fall. Weswegen es mich hier einfach momentan
leid tut zu sagen, aber Portal Knights, das ist einfach ein Projekt, das niemand verfolgen möchte. Das will halt einfach keiner sehen. Oder die wenigsten wollen es sehen. Ne, auch wenn es mir, wie gesagt, leid tut, dass einige dieses Projekt gerne verfolgt haben. Mir macht das Spiel auch Spaß, aber es wird mir noch mehr Spaß machen, wenn auch noch ein paar hundert Leute mehr dabei sein würden. Also ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Von wegen, dass ich ein geldgeiles Schwein bin. Von mir aus. Von mir aus, dass ich ein geldgeiles Schwein bin und dass ich, wie ich es wagen könnte, hiermit mehr Geld verdienen zu wollen. Von mir aus, denkt das ruhig. Denkt das ruhig. Aber glaubt mir, jeder YouTuber, der damit Geld verdient, ist so drauf, dass er am Ende des Tages seine Videos... Man will, dass seine Videos geschaut werden. Ich will, dass meine Videos geschaut werden und das wollen andere YouTuber auch. Jeder möchte seinen Hack. Jeder möchte seine Zuschauerschaft bestmöglich zufriedenstellen. Und ich sehe einfach, hey, Portal Knights stellt euch nicht zufrieden. Und deswegen stellt mich das auch nicht zufrieden. Und deswegen, ja, habe ich halt eben den Schluss durchgezogen, von wegen, okay, ihr wollt es nicht sehen? Kein Problem. Ist absolut kein Problem. Dann werde ich es halt nach zwei Welten beenden. Dann ist das hier so ein kleines Showcase-Let's Play. Und damit wäre es das dann auch. Da haben wir halt reingeguckt, ist ein cooles Spiel so. Wenn ihr es weiterverfolgen wollt, kauft euch das Spiel oder guckt es bei einem anderen Let's Player, weiß ich nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Let's Play oder diese Let's Plays von Portal Knights weiterzuschauen. Oder es gibt auch weitere Möglichkeiten, dieses Spiel noch weiterzuschauen. Und das könnt ihr tun, indem ihr euch das Spiel auch vielleicht kauft, keine Ahnung. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Ihr wisst Bescheid. Also kommen wir hier auf den Punkt. Ja, ich bin, wenn ihr wollt, wenn man es reißerisch sagen will, ja, ich bin irgendwie aufs Geld scharf. Ja, gut. Aber gibt es überhaupt ein Portal? Nein, also was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Raus hier. Raus hier. Also dann, kommen wir mal zum kleinen Fazit hier, ja? YouTube ist mein Hauptberuf. Und wie bei jedem anderen Beruf geht es mir natürlich darum, Geld zu verdienen. Es geht auch darum, Spaß zu haben. Klar. Macht einen Beruf nicht nur wegen dem Geld. Also, ob ihr es glaubt oder nicht, ich denke auch... Ich will jetzt hier keinem was unterstellen oder so, aber... Glaub mir, es gibt Leute, die einen Beruf nur ausführen, damit sie damit Geld verdienen. Nicht, weil ihnen der Beruf Spaß macht. Denkt ihr, die Leute, die für 400 Euro an der Kasse sitzen, denen macht der Beruf Spaß? Es gibt vielleicht Leute, denen es Spaß macht. Aber es ist nicht die Allgemeinheit. Und es ist auch nicht die Allgemeinheit der generellen Arbeiterschaft, die sagen, hey, ich mache meinen Beruf, weil ich Spaß daran habe, so. Denken sich, oh, wieder um 6 Uhr aufstehen und oh, wieder 2 Stunden zur Arbeit fahren und oh, dann komme ich um 18 Uhr dann aus der Arbeit raus und oh, wieder 2 Stunden Bus und Bahn fahren und oh, dann bin ich um 20 Uhr zu Hause und darf wieder pennen gehen. Ah, mein Leben ist so scheiße, aber ich muss Geld verdienen. Wisst ihr? Solche Leute gibt es. Und ich denke mir bei YouTube so, hey, so das... Ich kann damit meine Selbstständigkeit pushen. Ich mache mich mit diesem Beruf selbstständig. Und dieser Beruf macht mir Spaß. So, und es gibt hier und da mal Höhen und Tiefen eines Let's Plays. Das weiß ich. Aber noch nie gab es ein solches Tief wie bei Portal Knights. Noch nie. In meiner momentanen Abonnenten... Moin.
Noch nie gab es auf meinem Kanal so ein Projekt, das im Verhältnis zu meinen Zuschauerzahlen so schlecht ankam. Und bei solchen drastischen Maßnahmen will ich auch drastisch handeln und deswegen Portal Knights bei. Habe ich das jetzt genug erklärt oder muss ich nochmal drüber reden? Wollt ihr nochmal, dass ich drüber rede? Wie gesagt, YouTube ist mein Beruf. Und er macht mir Spaß. Aber ich muss natürlich auch aufs Geld achten. Ich muss schauen, hey, was interessiert meine Zuschauer? Was könnte meine YouTube-Zuschauer interessieren? Was könnte meine Abonnenten interessieren? Und Portal Knights gehört leider nicht dazu. So. Jetzt könnt ihr mich als geldgeiles Arschloch... Jetzt könnt ihr natürlich denken, hey, das ist ein geldgeiles Arschloch. Empfindet das so von mir aus? Ich kann euch nur sagen, mir macht der Beruf Spaß. Aber es gibt natürlich auch hier und da Sachen, die mir keinen Spaß machen. Und das ist es halt, vor niedrigen Zuschauerzahlen irgendwas zu streamen oder zu spielen. Wisst ihr Bescheid? Ha? Ich finde, ich bin eine ehrliche, geldgeile Schlampe. Das ist, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Aber glaubt mir, nicht nur wegen dem Geld macht mir YouTube Spaß, sondern auch wegen dieser generellen Sache. Ich bin damit selbstständig und hey, ich bin mit dem, was ich mache, selbstständig und ich kann damit mein Geld verdienen. Und ja, ich habe keinen Arbeitgeber. Ich bin mein eigener Arbeitgeber. Ich sage so, hey, ich habe außer vielleicht YouTube, gut, oder ihr, vielleicht seid ihr meine Arbeitgeber. Und wenn ihr findet, hey, Portal Knights gefällt uns nicht, so, deswegen gucken wir es uns nicht an, sage ich mir so als Videoproducer und als Content-Producer, okay, es juckt euch nicht, kein Problem. Dann gucke ich halt, dass ich ein anderes Let's Play finde. Und so ist das ja auch. Die meisten Leute interessiert es nicht, dass ich hier dieses Spiel spiele, weswegen ich mir denke, gut, euch als Arbeitgeber interessiert es nicht, kein Problem, ich mache ein anderes Let's Play. So. Ich hätte jetzt, glaube ich, mehr genug erklärt. Vielleicht reden wir da am nächsten Part nochmal so ein bisschen drüber. Haut rein. Ciao.